Hallöchen und herzlich willkommen bei Plötzlich Wissen, Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Inga Marie Ramke Hi. und Julia Schnetzer Hallo. und dem Dugong. Abend. Hi, und ich bin André Lampe und Juhu. zusammen sind wir Plötzlich Wissen. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe Ja, schon echt. ein paar im Chat. Olaf, not the snowman. Und Horsti, schönen guten Abend. Ja, trotzdem Und my schön friends. Wetter. Was macht ihr hier? Ja, echt. Ja, Geht doch mal spielen. Seid doch mal draußen. Ja, es ist ja unglaublich. Aber wir freuen uns natürlich umso mehr. Das ist ja auch eine Ehre, dass ihr uns dem schönen Wetter vorzieht. Oder habt ihr vielleicht draußen ein Screening im Gartenhaus oder so? man kann uns ja auch ganz hervorragend auf seinem mobilen Endgerät gucken und dabei noch im Garten sitzen. Das geht ja. Oder auf dem Balkon. Ja, Public Viewing. Oder uns als Podcast genießen. Wir haben übrigens Glück, dass heute kein Deutschlandspiel ist, ne? Ich habe eigentlich bis Freitag überhaupt nicht mitbekommen, dass ja EM ist. Ja, Ja, auch nicht. nee, Oh. ich auch nicht. Irgendwie vor 2 Tagen oder so dachte ich so, was ist denn hier los? Weil plötzlich, ich war mit dem Hund unterwegs und dann hörte ich irgendwie, oh Gott, es scheint irgendwas unterwegs zu sein. Und dann habe ich herausgefunden, es ist die Europameisterschaft der Herren im Fußball. Tja. Ja, es ist EM und irgendwie keinen interessiert, gefühlt. Das stimmt nicht. Ja, Das meine stimmt, beste glaube ich, Freundin, ganz doll das ist nicht. leider nicht wahr. Ich wurde gefragt, ob ich morgen Fußball gucken gehen möchte, weil Deutschland spielt. Das weiß ich durch diese Anfrage. Vorher wusste ich es nicht. Und ich habe dann geschrieben, dass mich Fußball nicht so interessiert. Und dann hat mein holländischer Freund in diesem Chat geschrieben, ja, aber das macht man ja auch, um mit netten Leuten zusammen zu sein. Fußball ist ja wirklich uninteressant, aber das drumrum. Und dann dachte ich, ja, er hat einen Punkt, aber also da muss man ja trotzdem dann irgendwie zugucken. Wenn die anderen zugucken wollen, dann muss man da ja auch hingucken. Oder ist Und es okay, wenn man hingeht und das Ganze crasht und sich einfach nur unterhält? ich finde das total okay. Das habe ich mit WM-Spielen, als ich dann vor der Pandemie und so, habe ich das auch mal so gemacht. Guten Abend, Fockaffe. Schön, dass du auch Ah, da bist. hallo. Hallo. Illustre Runde am sommerschönen Abend. Wie ist denn bei euch das Wetter so? Also Hamburg hat, glaube ich, 27 Grad gehabt heute tagsüber und Bremen Sonne. auch. Krass. Ja, ich habe in meinem Zimmer auch noch 25 Grad. Schau, Inga, ich habe geguckt, es ist Oh. sauwarm Oh. Ah, Ja. ist Ja, okay. spiegelverkehrt. Nee, man sieht das. Nee, 27 ist Grad. komplett richtig. Ja. Also für uns ist es 27, richtig. Ja, 27,8. Na Aber gut. es wird Ah. kühler. Es wird kühler und ich habe hier Ventilatoren. Ich find Olaf super, er hat geschrieben, Fußball ist gleich langweilig, plötzlich Wissen ist gleich spannend und lehrreich. Oh, Ah. wollten wir uns als T-Shirt Verliebt. drucken lassen? Dann lernt man auf jeden Fall immer gleich die richtigen Leute kennen. Und Horst, die fragt, was denn nette Leute beim Fußball sind. Ja, wir sprechen dieselbe Sprache. Weil es gibt auch nette Leute Ja, beim es gibt auch Fußball, nette glaube ich, Olaf. Leute beim Fußball, Überall. aber an der Stelle muss ich auch sagen, so, puh, ist es ganz nett, um ja nette Leute zu treffen. Freunde, hey, lass mal zusammen Fußball gucken, ist ein netter Anlass und ich guck dann auch, wenn sonst keiner quatschen will. Aber meistens findet man, wenn man eine etwas größere Runde hat, irgendwen noch zum Labern. So. Das Problem der etwas größeren Runde, wobei ich festgestellt habe, dass bis zu 10 Leute aus verschiedenen Haushalten sich wieder treffen dürfen. Was? Ja, habe Gott, ich gestern, echt? ich war in Schleswig-Holstein Oh ja, und in da ist die Schleswig-Holstein Inzidenz ist es auf super jeden Fall niedrig. so. Ja. Ja, in Hamburg auch. Also, naja. Ich glaube, bei uns ist noch 5. Glaube ich. Aber du kannst mit 30 Leuten Sport machen, das ist kein Problem. Aber Freizeittreffen, nur 5. Ja, genau, Sport nur im Verein, weil ich tanze ja eigentlich normalerweise ziemlich viel so Swing-Kram. Und da hat letzte Woche jemand geschrieben, ja, lass mal wieder draußen tanzen machen und das dann zurückgezogen, weil das nur für Veranstalter, also für Sportvereine gilt und nicht für private Leute. Ah, okay. Also wir dürfen jetzt wieder Na. Kickboxen machen draußen mit 30 Leuten. Okay. Ja, aber im Verein oder Ohne privat? im Verein. Ja, siehst du? Genau. Ja. Wenn wir als Swing-Tanzverein das machen würden, dann ginge das auch, aber nicht als private Leute. Ja. Ach Gott. Ja, naja, Vereinszeugs. egal. Ja.
Ja, die heutige Zeit. Aber bei Olaf ist es warm und es sieht nach Regen aus. Olaf, wo wohnst du denn so örtlich gesehen in Deutschland? Wo muss man mit Regen eventuell rechnen, Wenn zumindest mich nicht alles optisch? täuscht, eher Richtung Schleswig-Holstein, richtig? Guckst du gerade die Wetterkarte, wo ist? Wo gehört das nach Regen aus? Nee, Ja. Olaf habe ich tatsächlich schon mal im Real Life getroffen, wenn mich, ja doch, Was? wenn Den mich gibt's nicht in alles täuscht. echt? Ja. Den gibt's in echt? Den Olaf, den gibt's in echt, genau. Geil. 36 C3, 35 C3, auf dem letzten, der in Real Life stattfand. Schleswig-Flensburg ist das? Oland? Schleswig-Flensburg. Ich war in Laboe gestern. Das war sehr Oh, schön. schön. Bilder gesehen. Ja, ich habe sie auf Schön. Instagram geteilt. Instagram. Ja, und Geil. eins auch für uns auf Facebook. Als Okay. Werbung für heute Abend. Horsti schreibt, dass sie dürfen drin wieder Schwertkampf machen. Horsti macht Schwertkampf. Ja. Horsti Das ist ein ist witzig, weil Guter. ich hab letzte Woche bei uns im Park haben wir auch eine Gruppe von Leuten, die auch mit so Langschwertern Schwertkampf gemacht haben. Und wir fanden das. Wir haben uns sehr gefreut, während dem Essen dabei zuzugucken. Das war mal was anderes. Mit FFP2-Maske, ja. Also wir dürfen uns tatsächlich ohne Maske zu 30 auf die Fresse hauen, wenn wir wollen. Ich finde es abgefahren. Aber du weißt ja, wer da teilgenommen hat und kannst hinterher noch genau nachvollziehen. Ja. Genau. Das ja. Immerhin. Ich habe seit heute den digitalen Impfpass. Oha. Krass, oder? Ja. Abgefahren. Ich fühle mich mega krass. Ich habe festgestellt, an mir gehen ganz viele Dinge, was das so betrifft, vorbei, weil in meiner kleinen Bubble ist es halt, ich fahre morgens ins Atelier, ins Studio Labskaus und fahre dann abends wieder zurück und treffe so ein bis zwei Leute in der Woche und das war's. Und deswegen kriege ich vieles nicht mit, weil ich auch nicht ständig Corona-News gucke. Und dann kam in Das einer ist so. Gruppe vorhin von einer Apothekerin, also eine Freundin so, ja, falls ihr einen digitalen Impfpass braucht, dann schickt uns eure Unterlagen, dann können wir das machen. Ach, echt? Okay, krass. Ja. Ja, deswegen habe ich jetzt einen, ganz ohne mich irgendwo anzustellen. Das ist ganz Echt. gut. Sonst war es doch, vor ein paar Tagen habe ich noch gelesen, dass die Apotheken dafür irgendwie was berechnen wollen. Na, ja, Aber. aber das zahlt aber der Bund oder Ah, ja. okay. Also nicht für dich persönlich oder die Krankenkasse oder sowas, aber die Apotheken kriegen halt eine Entschädigung für die Arbeit, die sie da machen. Ja. Ja, genau. Und Ja. digitalen Impfpass ist jetzt auch in der Corona-Warn-App, sagt Horsti Genau, da habe gerade. ich das Ja. auch sofort hochgeladen. Das ist jetzt auch in meiner Corona-Warn-App. Also in der aktuellen Variante. Ich fühle mich total top organisiert gerade. Tja. Vor allem, weil ich am Sonntag in Köln bin und dann eine Lesung mache und das ganz entspannt wird in der Zentralbibliothek. Also falls jemand in Köln wohnen sollte, Sonntag 15 Uhr Zentralbibliothek. Cool. Allerdings ein Kinderbuch. Ja, aber das ist doch überhaupt nicht Ja. schlimm. Nö, das geht um Ja. verlorenen Briefkastenschlüssel, die Geschichte rund um einen Biber und eigentlich ist das Sachthema der Wald. Ich Schön. habe mir sogar schon richtig teuer Öle gekauft, die nach Wald riechen, damit es ein interaktives, komplett auf alle Sinne Oh. abzielendes Ereignis wird. Ich habe Fichtennadelöl. Inga, da müssen wir uns auf jeden Fall danach mal austauschen, weil ich bin ja am 11. in Köln und mache da Lesung. Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wie es da ist, weil ich war nämlich letztes Jahr schon. Es ist toll. Ja, aber war da auch Corona? Ja, ich war Ah, zum okay. MINT-Festival da eingeladen und habe Ralf Kaspers in 2 Stunden verpasst. Der war nämlich der Aufhänger am Samstag und ich war am Sonntag da, bin aber auch schon am Samstag angereicht und habe ihn verpasst. Aber Ja. das ist ja cool. Ja, die sind super da. Die organisieren alles richtig gut und es ist spitzenmäßig. Die wissen genau, was die Regeln sind und wie man die einhalten muss und wie es funktioniert. Und Ja, nee, müssen wir noch mal sprechen. Dann brauche ich vielleicht ein paar aber. Tipps, weil ich so eventuell ein paar Sachen machen will und mal mit dir checken muss, Ja, das können wir da das machen. geht oder nicht. Gar kein Problem. Zu Also was auf der Corona. Bühne geht, auf jeden Fall. Zu Corona habe ich auch noch lustige Neuigkeiten. Ich hatte eine etwas turbulente Woche Oh letzte Woche. ja. Montags war ich das erste Mal wieder bei einer Präsenzveranstaltung, vorher mit Schnelltest. Und mein Schnelltest kam positiv zurück.
Naja, dann PCR-Test, wieder nach Hause gefahren, weil Quarantäne und hast nicht gesehen. Nächsten Morgen, sehr, sehr früh, PCR-Test negativ, also alles gut. Aber jetzt mittlerweile habe ich rausgefunden, mit Hilfe meiner großartigen Frau Linda, die hat sich nämlich mal die Sachen für einen Schnelltest durchgelesen. Und dabei haben wir entdeckt, ja, wenn man 30 Minuten vor so einem Schnelltest sollte man nicht rauchen, nicht essen, nicht sich die Zähne putzen und nicht Nase schneuzen. Weil das kann dazu führen, dass der Test verfälscht wird. Und da diese Veranstaltung da war, wo ich auch im Hotel gewohnt habe, habe ich vorher was gegessen, mir noch die Zähne geputzt, mir wahrscheinlich auch die Nase geschneuzt. Das heißt, ich habe die ganzen Sachen, die man nicht tun sollte, gemacht. Und dementsprechend war es keine Überraschung anscheinend. Also ich habe die Chancen, dass er falsch positiv wird, anscheinend sehr gehoben. Und vor Ort wurden wir nicht darüber aufgeklärt. Und ich habe das jetzt schon von mehreren gehört, die auch so, hä, das wusste ich nicht. Und zwei, drei haben auch nachgeguckt. Einer auch bei mir auf dem Discord-Server meinte so, yo, ich habe jetzt schon mehrfach einen Test gemacht und da steht irgendwo im Kleingedruckten, wurde ich aber nie darauf hingewiesen, gut zu wissen. Also dieses Wissen wollte ich mal gerade teilen, weil das war echt ja nicht schön, ey, mit dann Kacke, PCR-Test und habe ich jetzt schon Linda angesteckt zu Hause oder was machen wir, wie trennen wir die Wohnungen und so eine Scherze, es geht ja alles aber durch den Kopf. Also. Aber André, ihr wart da nicht im Testzentrum, sondern ihr habt die quasi vor Ort gemacht? Das war wie, vor oder? Ort, das war eine Veranstaltung der Stadt und da war jemand von der Apotheke da. Also eine pharmazeutisch-technische Assistentin hat diese Schnelltests gemacht, hat da auch sich ein kleines Labor eingerichtet und hat die dann ausgewertet und so. Das ist ja irgendwie, ist ja nicht irgendwie so ein Stick, sondern man muss da irgendwie zwei Flüssigkeiten und hast nicht gesehen. Und die hat das da gemacht, aber die hat leider uns nicht über diese Sachen aufgeklärt. Naja, ja, mich wundert quasi, dass sie nicht einen zweiten Test nachgemacht haben. Also ja, weil dass diese Schnelltests auch falsch positive Ergebnisse haben, ist ja eigentlich bekannt. Sagte sie, ja, sie dürfte jetzt keinen zweiten machen. Sie muss mich jetzt ans PCR-Testzentrum verweisen. Okay, ja, okay, das ist ja super. Ja, aber mit dem Schneuzen, also ich habe auch schon Tests, also ich habe auch mittlerweile echt schon sehr viele Tests gemacht. Also auch selber und so. Und es gibt auch Tests, da musst du vorher schneuzen. Das sind die Tests, die vorne im vorderen Nasenraum gemacht werden, wo du nicht ganz so hinten reingehst, damit quasi der Shit nach vorne kommt und so. Aber naja, wir hatten noch nie ein falsch Positives bis jetzt. Ja, es war tatatsächlich mein allererster Test und es war kein schönes Erlebnis. Das ist ja ein traumatisches Erlebnis. Ja. Oh. Was? Das war dein allererster Test, André? Oh. Ja, ich habe alle Sachen irgendwie, alle Aufträge, wenn ich für eine Hochschule oder so, das lief alles irgendwie über Kamera und Stream und hast du nicht gesehen. Ich habe mich nie wirklich krank gefühlt. Ich musste nirgendwo großartig hin. Meine Frisur ist auch derlei gestaltet, dass man da mit einem Langhaarschneider zu Hause tätig werden kann. Also. Und ich bin nie auf Veranstaltungen oder so sonst gewesen und das war jetzt das erste Mal. Krass, ich glaube, ich war so im Schnitt zweimal die Woche oder so. Ja, ich auch. Selber im Testzentrum, ja, alles. Ja, bei mir ist halt eins um die Ecke aufgemacht, da kann ich vorm Joggen vorbeijoggen. Also auf meinem Weg zum Joggen jogge ich da dann vorbei und wenn ich dann fertig bin mit Joggen, genau, wenn ich fertig bin mit Joggen, dann kann ich cool. Ja, genau, so funktioniert das hier und dann kann ich zur Arbeit. Voll praktisch. Die schicken dir das dann auch aufs Handy oder so, aber ich meine, mit den Testzentren, man weiß ja nicht mehr so genau, ne? Hallo Fürchtnix. Ja. Ja, Moin Fürchtnix. Ja. Ja, wollen wir mal hier einsteigen ins Spiel? Ja, aber ich möchte, ich habe nämlich beim letzten Mal ja davon erzählt, und das gilt auch immer noch für alle, die da draußen sind. Ich schreibe so Tierkartenrätsel. Sieht so Warte, aus. Ich mach die mal groß. Da. Dankeschön. Ich mache so Tierkartenrätsel, die sind eigentlich für Kinder. Und da habe ich auch schon drüber erzählt, es gibt zwei auf dem Markt, wobei man kann einen kaufen und einen kann man sich abholen bei einem Schiff namens Everlast oder so, Evergiven. Ja.
Wird aber nachgedruckt, also wird jetzt demnächst auch irgendwann verkaufbar sein. Das heißt, es gibt momentan ein Kartenspiel auf dem Markt, 50 wundersame Tierrätsel, Edition Insekten, Edition Wald hängt auf einem Schiff rum, also sehr meeresnah, Edition Gefährliche Tiere kommt im Herbst und ich schreibe gerade an Meer und Strand. Meer und Strand, das bedeutet, ihr könnt euch noch Tiere wünschen, die eventuell dann in dieses Kartenspiel einfließen. Und ich habe mal für die Kollegen, die sind unvorbereitet, erstmal ein, ich Immer. habe, das geht ja jetzt genau wie immer, Das in ist der von Anleitung, Ravensberger, ne? nein, nein, von Moses ist das, vom Moses Verlag. Die sitzen da, wo ich sie nie vermutet habe, in Kempen. Und Kempen ist leider nicht Kempten, wie ich mal feststellte. Kempen ist bei Köln und nicht im Allgäu. Ich teile jetzt einfach mal einen Link von Hugendubel, ist das okay? Wollte jetzt keinen Amazon-Link Ja. reinschmeißen. Ja, das kannst du gerne machen. Und ich habe in der Anleitung Meerestier verballert. Das heißt, dafür gibt es keine Karte. Das ist zum Aufwärmen für euch. Kennst du das Tier, das meistens einen normalen und einen besonders langen Vorderzahn besitzt? So lang, dass es als Einhorn des Meeres durchgehen könnte? Um das Tier geht es hier nicht. Naja, das ist nur ein Anteaser. Hat jemand eine Ahnung, was es für ein Tier sein könnte? Ein Narwal. Ja, war zu Ja. billig. War zu billig. Okay. Ja, also für alle, die Narwale nicht kennen, müsst ihr mal googeln. Der lebt im Arktischen Ozean und steckt voller Blubber. Das ist dieses fettartige Zeug, mit dem er sich vor Kälte schützt. Und hier Zeig steht noch, das habe ich. Ja? mal ein Bild. Ich suche es in der Zeit ein Ja, so mal Bild. ein Bild. Ja, das ist sehr nett, weil es gibt hier nämlich kein Bild vom Narwal drin, weil das eigentlich nur die Bedienungsanleitung hier ist, in die ich das noch mit reingeschrieben habe. Und ihr meist linker Vorderzahn ist zu einem Stoßzahn verlängert. Manchmal gibt es aber auch zwei Stoßzähne, dann gelten die natürlich nicht mehr als Einhorne, Einhörner der Meere. So, aber jetzt mal Ich zeig mal kurz, erstmal den Narwal. zeige mal kurz einen Narwal. Da haben wir einen. Horsti will übrigens Pinguine im Spiel. Pinguine, ja, das Problem bei, danke Horsti, du wirst gleich verstehen, wie das Spiel funktioniert und Pinguine sind schwierig, weil Pinguine höchstens über einen Rebus ratbar sind. Also Rebus ist dann, wenn man einen Buchstaben austauscht und man kann zum Beispiel aus Löwe Möwe machen, ne? Also dann zeichnet man eine Möwe, streicht das durch und schreibt da ein L drüber und dann hat man Löwe als Lösungswort, verstehst du? Aber Ja? Ja? Inga, es gibt den Brillenpinguin. Ja, Brille ist gut, aber Pinguin. Okay, ja. Das ist die Schwierigkeit bei Pinguin, dass es Pinguin heißt. Ja, okay. Wenn man, wenn es ein. Warte, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, Frage: Insekten ist das Thema, ne? Ja, Dynamit auf sechs. warte mal. Ja. Ja, erzähl. Ja, also, hier, Dynamit auf sechs Beinen. Diese Insekten tragen Chemikalien in sich, die Chemiker im Labor in dieser Kombination erblassen lassen. In ihrem Körper ist ein Reizgas, das Temperaturen über 100 Grad entwickelt und das Tier selbst dabei nicht verletzt. Da müssen Angreifer sich in Acht nehmen. So, und dann gibt es so ein Bild dazu, das zeige ich euch hier. Das gibt weitere Hinweise und wenn man das Bild gut lesen kann, und um die Ecke denkt eventuell, dann findet man raus, um was es sich handelt. Wer ist so reizend? Der ist so Genau, wer reizend ist und so ist reizend? groß. Genau, groß ist im Namen des Tieres mit drin. Und natürlich ist das, was hier gezeichnet ist, mit dieser Zündschnur auch im Namen drin. Und das hat Flügel, nee, hat es nicht. Es hat diese Insektenbeine, die hat das Tier in echt auch. Und ich dachte, weil es ist ja ein bisschen, also es ist ein bisschen Chemie hier. Ich bin ziemlich ahnungslos, muss ich sagen. Okay, pass auf, was siehst du hier? Was ist das? Bombe. Eine Bombe. Richtig. Ja, und es ist groß und es ist Bombe im Namen des Tieres drin. Die anderen können natürlich gerne mit Bomber. Oh, Bomberkäfer, fast. Fast. Es fehlt ein I. Also noch ein. Es. Bombardierkäfer. Ja, genau. Der große Ja. Horsten, Bombardierkäfer. Teamwork. Ja. Jawohl, ihr seid gut, ihr seid gut. Achtung, Informationen dazu. Dieses kleine Chemielabor wird großer Bombardierkäfer genannt. Um sich vor Feinden zu schützen, trägt er zwei Drüsen im Hinterleib.
für die Produktion von zwei verschiedenen Chemikalien. Hydrochinon und Wasserstoffperoxid. In seiner Explosionskammer vermischen sich die Chemikalien mit noch ein paar anderen Stoffen, sodass es im Bauch des Käfers mächtig heiß wird. Trotzdem verletzt er sich nicht selbst an seiner Abwehrwolke. Bis zu 20 Mal kann er sein stinkiges Gift nacheinander verspritzen. Das will wirklich niemand abbekommen. Und so sieht er in echt aus. Und ich habe gerade schon ein Bild bei Wikipedia gesucht und gefunden. Das ist super. Achso, ja, warte, dann mache ich dich mal. Ja, cool. Wieder groß. Der große Bombardierkäfer. Ja, genau, so sieht er aus. Und ich habe hier nochmal ein kleiner Scherz zum Thema Meer. Einen habe ich noch. Vielleicht kriege ich es auch so. Lecker Haare und Hautschuppen, denkt sich vermutlich dieses Urinsekt. Es wird auch Zuckergast genannt, obwohl man es fast nie an einer Torte fressen sieht. Außer vielleicht sehr heimlich, denn es wohnt am liebsten dunkel, feucht und warm. Was? Hä? Ja, was ist das? Ha? Ha? Ein Fisch? Ja, welche Farbe? Ein Silberfischchen. Ah, es ist ein Silberfisch. Danke. Weil das sind ja Insekten. Julia. Ah. Ja, es sind Insekten mit zwei Fühlern vorn und drei Schwanzanhängen. Hinten ist das sensible Silberfischchen unterwegs. All diese Spezialwerkzeuge sind berührungsempfindliche Sinnesorgane, die ihnen helfen, sich in ihrer Wohlfühlumgebung zurechtzufinden. Es muss dunkel und warm sein, damit sie als Putzkolonne unser Badezimmer und die Küche bewohnen. Silberfische sorgen im Haus für Ordnung. Sie futtern Haare, Hautschuppen, Hausstaubmilben und andere stärkehaltige Stoffe. So. Horst, wir können ja später sonst noch einen machen. Ein Kaiserpinguin, ein Tier, was vom Papst gekrönt wird. Ja. Ja. Ja, dann muss man nur leider, dann ist es ja nicht mehr so schwierig, weil du musst dann ja, also der Trick ist ja, du machst vorne Dinge drauf. Also das hier ist so ein mittelgutes Beispiel, aber du machst vorne halt Dinge hier, zum Beispiel das hier. Das nicht das Tier ist. Also wenn du dann vorne einen Pinguin drauf machst, dann ist es ein bisschen. Oh, das hier ist eins noch für Julia. Das darf nicht das Tier sein, weil sonst brauchst du ja nicht mehr raten. Ja. Du siehst ja das Ding. Deswegen ist der Pinguin richtig fies. Also Pin, man könnte es natürlich Pin, die Pin, also die Pin vom von einem Einkauf, also wenn man Geld abhebt, aber es ist für Kinder halt. Kinder, ne? Die Kinder brauchen keine Pin. Und Guin hätte man dann vielleicht noch schreiben können, aber es ist, ne, das ist der Trick dabei. Oder es du machst irgendwie Ping, witzig. Also Ping, P-I-N-G, ist Ping von einem kleinen Glöckchen und dann hast du noch Dann hast du noch Uin und das ist einfach nur Uni mit vertauschten Buchstaben. Ja, mit so Pfeilen, ne? Ja. Boah, das ist aber ganz schön. Für wie alte Kinder? Ja, Grundschule, ne? Aber ich finde, es funktioniert auch für Erwachsene. Also, aber es ist eigentlich für... Ja. Wenn wir einen Pinguin drin haben müssen, dann muss es auch bald ein Kartenspiel für Erwachsene geben. Ja, das stimmt. Also das macht es... Aber hier eins noch für Julia. Ja. Und natürlich für dich auch, André. Ja. Das kann Julia sehr gut, glaube ich, hier. Da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen. Diese Insekten haben eine eingebaute Monduhr. Man könnte meinen, das sei bei den Verwandten, die uns nachts den Schlaf rauben, auch der Fall. Ist aber nicht so. Der Name deutet auf ruckartige Bewegungen hin. Wer wird hier ruckzuck gesucht? Ich weiß, ich lass mal die anderen raten. Okay. André? Na, André oh, ja, ich überlege. Was ist denn hier mit dem Chat los? Was ist denn mit euch los, Leute? Ne, Also den einen Teil des Namens, den kannst du, das eine steht hier schon vorne drauf quasi. Wer wird ruckzuck gesucht? Und dann, welche Tiere, von welchen Tieren könnte man meinen, die hätten eine eingebaute Monduhr, weil sie uns nachts den Schlaf rauben? Die Ruckzuckmücke? Ja, die Zuckmücke. Zuckmücke. Die Zuckmücke, ja. Fockaffe hat's. Fockaffe hat's. Badum. Ja, weil Fockaffe hat auch mein Buch gelesen. Ah. Unlauterer Wettbewerb, weil André hat das vielleicht noch nicht gelesen.
oder? Ja. Nein, ja, ich habe es noch ja nicht gelesen. Ja, aber das ist ja dann sein Problem. Das ist mein Problem. Ja, ich habe sehr viele Fall. Probleme und das ist eins davon. André, hier. Dann gibt's ja? Hier im Buch, da sind die Zugmücken beim Paaren. Oh, Julia, du hast ein sexy Bild. Du hast es ja auch selber gezeichnet, ne? Ich habe ja Zeichnen, ich habe jemanden, der es gezeichnet hat. Bei mir war es Alexandra Helm, die ist richtig gut, wie man hier sehen kann. Das ist die Zugmücke von Alex. Kann man das? Schaut ein bisschen besser aus als bei mir. Ich habe es groß gemacht für den Stream. Oh, Fockaffe hat eine Buchempfehlung von. Oh ja, hat da eine Buchempfehlung liegen. Das ist sehr gut. Also Zugmücke lese ich euch noch kurz vor und dann können wir ja endlich mal abtauchen. Das hier hat nämlich was mit Meer zu tun, lieber André. Deswegen weiß Julia auch so gut. Die Spezialisten der Monduhr sind die marinen Zugmücken. Sie leben in der Gezeitenzone am Meer. Als erwachsene Mücken leben sie einige wenige Stunden, in denen sie sich fortpflanzen. Dafür muss alles perfekt sein. Zunächst muss die innere Uhr den Tag bestimmen. Bei Voll- oder Neumond schlüpfen sie aus den Puppen. Aber die innere Uhr geht noch mehr ins Detail, denn die Stunden des Niedrigwassers sind gefragt, wofür der Mond bekanntlich auch die Schuld trifft. Oh, da ist ein Schreibfehler. Oh. Nur dann können sie sich paaren. Bei Flut sterben die Mücken schon wieder. Kein Vergleich zu unseren Stechmücken. Oh, ich muss mir das aufschreiben. Scheiße. Schreibfehler. Da ist Träft statt Strift. Wie konnte das passieren? Oh Gott, meine Lektoren. Wir alle machen Fehler. Da kann ich euch, das ist hier Insider, ganz schlimm. Hier ist nämlich, das Waldkartenspiel wurde schon beworben. Und da ist aber auch ein Rechtschreibfehler, den ich nicht verursacht habe. Hier ist nämlich, hier galoppiert ein Tier, ein Pferd mit 2L. Und dann musste neu verpackt werden, weil das ist ja auf dem Cover. Und wenn das Cover scheiße ist, dann ist, und deswegen ist dieses Ever-Given-Problem überhaupt aufgetreten, weil sonst wäre das ja komplett alles zusammengeliefert worden. Also auf Deutsch, weil das Spiel neu verpackt werden musste, befand sich dieses auf der Ever-Given und steckte ganz lange im Suezkanal fest. Korrekt. Ja. Es ist auch immer noch am Suezkanal, weil immer noch nicht die Versicherungen geklärt sind. Ja, richtig. So. Aber macht ihr keine... Zum Thema also Titelseite, auf der Titelseite meiner Doktorarbeit hatte ich 2 Rechtschreibfehler. Oh, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, vor allem, es war total geil. Ich war so froh, dass ich sie abgegeben habe. Und dann habe ich ein Foto getwittert und habe dann die Doktorarbeit im Prüfungsbüro abgegeben. Und dann kam auf Twitter zurück. Ist dir eigentlich der Rechtschreibfehler aufgefallen? Und dann schreibe ich so: Oh, scheiße, ja, ich habe Dr. Rea nett geschrieben. Wie bescheuert. Aber ja, und dann kam. Auch. Ja, das hast du auch. Ich meine den anderen. Und ich habe Freie Universität zu Berlin geschrieben. Nein, wenigstens nicht der Titel falsch geschrieben. Nein, der Titel ist richtig. Das habe ich nämlich auch schon erlebt. Das ist ja. Gott sei Dank. Oh Mann. Okay, wollen wir... Ja, lass mal tauchen. Lass mal tauchen gehen. Mal gucken, was da so für Viecher sind. Ja. Genau. Aber jetzt kennst du Zugmücken. Jetzt kenne ich Zugmücken. Ohne Julias Buch zu lesen. Bisher. So, ich habe mittlerweile den Tiefenwald. Drei Stunden haben sie Zeit. 3 Stunden. 3 Stunden? Für ihre Fortpflanzung. 3 Stunden. Länger leben sie nicht. Nee. Dann war's das. Tja. Was, ne? Olaf fragt noch, ist das aufgefallen? Welchen Fehler meinst du denn, Olaf? Also der Fehler bei mir auf dem Cover ist aufgefallen und deswegen ist dass es jetzt bei der Zugmückenlarve einen Fehler gibt. Das ist ich glaube von André, den bei seiner Doktorarbeit. Ja, ob da jemand ihn darauf angesprochen hat? Ja, das ist tatsächlich aufgefallen, nachdem ich das Titelblatt getwittert hatte und dann sagte, ist dir aufgefallen, dass du da einen Schreibfehler hast. Und ich musste dann den Verwaltungsprozess des eingereichte Arbeit ändern durchgehen, weil das geht ja natürlich nicht. Dass das falsch ist. Also, dass die Universität falsch geschrieben ist und so. Und ich habe ja auch diese Arbeit nicht gemacht, um einen Dr. Rea nett zu bekommen. Ich bin zwar nett, ich bemühe mich jedenfalls. Mit 2 N und nicht mit nur einem. Nee, das heißt ja Dr. Rea natt eigentlich. Ja, aber das ist ja natt, schreibst du ja mit einem T
Ja. Ich meine Tees, ne? Ich meine, ich kaufe nicht ein N, ich kaufe ein Tee. Okay. Geht schon los, ey. Ja, sieht man mal. Aber André, ich habe übrigens auch bei meiner Doktorarbeit, ich habe sie gedruckt und ich habe sie abgeholt und dann bin ich, oh Gott, wie war das? Ja, und dann wollte ich das eigentlich auch abgeben und dann habe ich reingeguckt und dann habe ich gesehen, dass ich auf der letzten Seite, also quasi am Ende von meinem Outlook, hatte ich unten einfach so wahllosen Text, wo ich so Sätze umgebaut habe und ich hatte die unten stehen lassen und ich habe die vergessen rauszumischen und da war quasi einfach das Ende. Ende meiner Doktorarbeit war einfach wahllose Sätze, bla bla bla. Oh shit. Und dann hatte ich an dem Abend noch einen Science Slam und dann saß ich im Zug, bin zum Science Slam gefahren, hab da nochmal alles korrigiert, hab den Drucker angerufen, war so, ja, fahr ins Hotel, dann schicke ich dir das und dann hole ich das morgen ab, um das zu drucken. Und dann musste ich ins Hotel rennen, dann ging das Internet nicht da. Oh, und dann habe ich das irgendwie doch noch hochgeladen und dann musste ich zu dem Science Slam rennen und es war alles ganz schön stressig. Ich glaub, ist es gewonnen beim Science Slam? Nee, glaube ich nicht. Ja. Osnabrück. So, ich bin mittlerweile in einem neuen Bereich. Nein, ist ja okay, dafür machen wir das doch auch, dass wir quatschen können. Es einen Kelbwald. Endlich. Endlich, genau. Ich war vorgestern auch tauchen in einem Kelbwald. Wo? Mit Helgoland? Mit VR drin. Dann muss hier die Fischchen sauber machen. Vor Helgoland gibt's Kelbwald. Das stimmt, aber man darf nicht tauchen oder schnorcheln vor Helgoland. Wenn du fürs Alfred-Wegener-Institut als Marinebiologin unterwegs bist, darfst du schon. Ich war nämlich vorletztes Jahr, war ich doch mit der Uni Flensburg da und da durften wir sind nicht getaucht, aber wir waren an der Langen Anna und haben so ein paar Sachen Ja, aber durftet ihr schnorcheln? Nee. Also, weil ich weiß auch, das war viel zu kalt. Auch als Meeresbiologe vom Abi darfst du da nicht einfach tauchen. Also wirklich nur, wenn du ein deine Ausbildung machst oder du brauchst eine Sondergenehmigung, genau. Also, Hier in dem Kelbwald haben wir diese lustigen Dinger. Was ist das? Seeminen aus dem Zweiten Weltkrieg. Bombardierkäfer. Ja. Unterwasserbombardierkäfer. Es ist übrigens keine Weinflasche, falls sich das jemand fragt. Es ist Bier. Es hat wirklich sehr Weinflaschenoptik. Und hier bewegen sich tatsächlich die Kelbstränge, wenn hier was explodiert. Das finde ich ganz schön cool. Ich finde es nicht so cool, dass hier solche Minen sind. Aber ja, die muss ich auch wegmachen. Gefährliche Sachen aufklären hier. Oh, nicht getroffen. Ja. Horst, sagt gerade, das gute Stördebäcker. Wie hieß denn das? Wir waren in Stralsund und in Stralsund gibt es einen Streit, was das beste Bier ist. Und, die waren ja so anti-Störtebäcker, ne? Ja, die waren total anti-Störtebäcker. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie das andere hieß. Stralsunder vielleicht oder so. Das könnte gut sein. Ja, Cape war das auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ja. Ich mach mal Licht an. Also, ich finde, der ist wirklich gut gemacht hier. Ja. Oh. Ob wir da ein Pyjama-Hai treffen? Oh. Das wäre schön. Oh, du hast den Cape abgeschossen. André. Oh. Er holt sich wieder. Er macht nur komische, komische Zuckungen unten. Dann hast du ja nochmal Glück gehabt. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ich habe den Pyjama-Hai nämlich, Jules. Ich habe ihn drin. Ja, er ist ein Meeresquartett. Meeresquiz. Oh. Nicht, ich sag immer Quartett, es ist ein Quiz. Das freut mich. Nee, Lübzer war das nicht, Horsti, zum Thema Bier. Ich guck mal gerade, es gibt nämlich eine andere Brauerei noch in Stralsund und wir waren da in der ältesten Hafenkneipe der Welt. Ja. Und ach, ja, stimmt, das habe ich ganz 1300 oder 1200, irgendwie sowas. Wir waren da total lange, das war so der Absacker bis 3 Uhr morgens oder so. Ja, es heißt Stralsunder. Es heißt Stralsunder. Das andere Bier. Ja, das andere war Schwimm zum Hai, was wir da getrunken haben. Das heißt, was? Schwimm zum Hai. Ah, ein Hammerhai ist. Ein Hammerhai. Das ist ein Hammerhai. Hallo, der tut mir Gott sei Dank nichts. Oh Gott, ich habe jetzt gerade einen Ohrwurm.
weil du Hammer so gesagt hast, es gibt ein ganz schlimmes Lied, das ging so, du siehst Hammer aus in diesem Outfit. Ah, das ist Kalcha Candela. Ja. Oh Gott, ja. Ja, wie ging das auch? Wie konnte das passieren? Du bist Hammer, wenn du dich bewegst, ja, in deinem Outfit. Hammer. Ja, genau. Outfit. So ging das. Danke, André. Danke. Bitte, gerne, aber weiter kann ich es auch nicht. So genau wollte ich es gar nicht mehr wissen. Ich hatte diesen Anflug und da war es wieder weg und jetzt ist es wieder ein bisschen mehr da. Das tut mir total leid, dass es jetzt ein bisschen mehr da ist. Es geht auch wieder weg. Mir fällt eine lustige Geschichte an zum Cape Wald. Ich war in Südafrika. Und dann sollte ich auch, wir hatten ja da immer so große Aquarien, wo wir dann die kleinen Pyjama-Haie und so für ein paar Tage drin hatten oder eine Woche oder so für die Touristen zum Angucken und so, dass sie weniger Angst vor Haien haben. Dass die Haie weniger Angst vor Touristen haben. Damit die Haie weniger Angst vor Touristen haben. Und dann sollte ich ein bisschen Kelp holen für die Aquarien zum Reinmachen. Also so ein bisschen, aber das ist, die sind doch schon riesig, oder gibt es die auch in klein? Ja, aber, naja, du kannst ja Stücke abschneiden, aber ja, ich kam auch, ich bin runter und dachte, ich kann da mal was abreißen. Ja, habe ich dann schnell gemerkt, dass das nicht geht. Also man kann sich die wirklich vorstellen, das fühlt sich manchmal auch wirklich an wie so Plastikrohre. Also es ist wirklich richtig, also das kannst du nicht abreißen, die sind richtig strong. Und na, dann bin ich irgendwie doch mal schnell hoch und habe ein Messer geholt und dann bin ich irgendwie mit diesem Messer runtergerannt zum Strand. Und da waren irgendwie gerade nur drei Leute am Baden und ich renne hoch mit diesem Messer in der Hand voll auf die zu und die rennen weg. Und ich habe mir auch nichts gedacht und dann habe ich schön ein Cape geholt und bin wieder gegangen und die waren auch so, Alter. Mach doch sowas nicht. Ja, ich hatte es eilig. Ja. Ja. Wir sind am Spielplatz der Robben. Ich habe da auch eine Robbe gesehen. Ja, hier sind auch Robben. Hallo. Geht's dir gut? Ich scanne dich mal. Ui. Ja, wahrscheinlich sind wir in Kalifornien, würde ich jetzt mal schätzen. Ist das ein kalifornischer Seelöwe? Das wären dann die Mondfische fressen. Vielleicht sind wir in der Bay Area. Das ist durchaus möglich. Dem Cape geht es da übrigens gerade ganz, ganz schlecht. Weil auch Cape ist super empfindlich auf warmes Wasser. Also wenn es da mal zwei Tage zu warm ist, dann fängt der schon an abzusterben. Fuck. Gerade ist es da warm und dann gibt es auch die Story, dass gerade in Kalifornien, dass die ganzen süßen Otter gejagt wurden, weil die ja so tolles Fell haben, das so schön warm hält. Und dann gab es zu wenig Otter und die Otter fressen eigentlich die Seeigel. Ja. Waren, gab es ganz viele Seeigel und die Seeigel fressen den Cape, also vor allem fressen die unten an diesen Wurzelverankerungen und dann geht der Cape halt ab und stirbt. Und dann haben die Seeigel diesen Cape-Wald fertig gemacht, weil die Otter weg waren. Ach shit. Ja, es hängt alles irgendwie zusammen. Ja, es ist. Und Fockers. Ja? Entschuldigung, ja, hau raus. Die macht nichts. Ich wollte nur sagen, Fockaffe fragt, ob Jules schon vom neuen Podcast berichtet hat. Ja, hat sie. Es geht steil durch die Decke. Erster Platz für Podcasts in dem Bereich. Man kann sich den immer noch anhören. Obwohl Julia quasi schon so berühmt ist, ist es immer noch offen für jeden. Ja, nee, also nur mit Audible-Account. Ja, das ist hinter der Paywall. Aber ja, der läuft seit 3 Wochen. Das sind jetzt 3 Folgen raus. Also wer einen Audible-Account hat, kann ihn sich schon anhören. Sag mal, du als Biologin heißt der. Und warte, ich gucke den raus und dann haue ich da hier einen Link rein. Das finde ich übrigens auch richtig gut, dass wir ihn Biologin genannt haben, obwohl es 2 Männer und eine Frau sind. Ja, aber der eine ist doch auch, der eine ist doch einfach. Ja, das stimmt, ja, genau. Also, genau, Biologen. Der zählt nicht. Der zählt nicht, der ist kein Biologe. Genau, und es gibt viele coole Folgen. Also, meine Lieblingsfolge ist noch gar nicht raus, ich weiß gar nicht. Oh, was ist das? Eine Folge über Pyjama-Haie? Ich darf es nicht sagen. Nee, ist nicht über Pyjama-Haie. Wenn sie raus ist, sage ich es.
Aber es ist, ihr würdet nicht denken, dass es meine Lieblingsfolge ist, aber es ist meine Lieblingsfolge. Okay. Also ihr habt schon, cool. Ihr habt schon einige im Vorfeld gemacht. Ja, genau. Also noch nicht alles, aber genau. Wir haben natürlich vorproduziert, ja. Hast du jetzt auch schon mal so eine Robbe gescannt, André, oder habe ich das noch nicht mitbekommen? Nee, ich hab versucht, eine zu scannen. Hier was, ist aber dunkel. Was hast du da gerade gesammelt? Man kann auch irgendwie Erz finden. Und so. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich dachte gerade, das wären Schnecken. Nee, das hier sieht sehr, sehr dunkel aus. Richtig. Eine tiefe Höhle. Da möchte ich jetzt nicht rein, weil meine Taschenlampe hat gerade keinen Saft mehr. Herz des Waldes. Die haben aber poetische Namen sich da ausgedacht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das war's mit. Also, ich war jetzt wirklich. Wir waren ja irgendwie beim letzten Stream, musste ich wieder von vorne anfangen, weil neuer Computer und Safe Game hat nicht so richtig funktioniert. Davor waren wir irgendwie bei diesen Tempeln und so. Das habe ich jetzt mittlerweile schnell mal übers Wochenende irgendwie weitergespielt. Und ich muss jetzt echt sagen, dieser Bereich hier im Kelpwald ist so das grafisch beeindruckendste, weil ich finde, es sieht wirklich cool aus. Und ist auch tiefer als die anderen Level und irgendwie... Weiß ich, also ist das tatsächlich so da, wo du auch schon mal im Kelpwald warst, Julia? So, also... Na klar, es ist nicht alles irgendwie, es ist ein bisschen trüber alles und es ist nicht super lichtdurchflutet. Ich frage jetzt nicht, ob da auch Minen rumschwimmen. Minen haben wir nicht gefunden, aber wir haben voll viel Patronen gefunden. Tatsächlich ist Südafrika voll viel Maschinengewehrpatronen haben wir einmal beim Schnorcheln gefunden. Tatsächlich ist der Cape dichter. Okay. Also der sitzt viel dichter und zumindest, also da gibt es ja auch verschiedene Arten. Zumindest der, den es da gab, der hatte auch quasi so längere Blätter. Und du bleibst da, wenn du am Schnorcheln bist, bleibst du echt permanent irgendwo hängen. Also du musst immer so ein bisschen dieses Zeug da wegschieben. Und manchmal ist es auch, erschreckt man auch, weil plötzlich einem sowas am Fuß festhält. Ne? Das ist so ein bisschen der Klassiker, kennt man auch aus dem See. Ja, wenn irgendwas über den Fuß lang streift. Aber ja, sonst, ich meine, was ich jetzt da gesehen habe, also sonst so in Südafrika, was echt sehr, sehr ähnlich ist vom Ökosystem wie in Kalifornien, und ich würde jetzt mal schätzen, dass die da wahrscheinlich in Kalifornien sind, da sind halt eben ganz viele Seesterne und Anemonen auch und Seeigel und so. Das ist jetzt hier nicht so. Ja. Ja. Aber sonst, der Cape ist cool. Und was auch witzig ist, der Cape hat oben was noch so einen luftgefüllten Teil, damit das eben so gerade steht. Das heißt, dann schwimmt er eben oben so an der Wasserfläche, Oberfläche. Und also zumindest bei dem in Südafrika war dieses obere Teil, das war wie so eine Haiflischflosse, Rückenflosse geformt. Und das heißt, dieser Cape sah manchmal eben dann immer so aus wie so eine Haifischflosse, die so hochkommt. Finde ich ein bisschen witzig. Oh Gott. Ja. Ach, ich muss noch mehr Zeug sammeln. Ich habe längst noch nicht alles gefunden. Bis wir du machst das ja nächste... auch viele Dinge gleichzeitig. Bitte? Du machst ja auch sehr viele Dinge gleichzeitig. Ja, das stimmt. Also, ja. Und es ist auch sehr hübsch da. Ja, Horst, sehr gut. Gib uns auch gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung, bitte. Die haben wir schon bei Wünsche. Auch wenn es dir nicht gefällt, ja. Kannst du gleich schon machen, egal ob du es gehört hast oder nicht. Genau. Immer gerne 5 Sterne bewertet. Oh, darfst du auch übrigens, wenn sich jemand Bücher kauft von mir auf Amazon, ihr dürft auch gerne ungesehen 5 Sterne alles geben. Finde ich super. Es gibt nämlich, was richtig ätzend ist, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, Julia. Ich verstehe das Amazon-Bewertungssystem für die eigenen Produkte teilweise nicht, weil es Sterne gibt, die man, also so persönliche Bewertungen, die du nicht einsehen kannst. Du siehst, wenn noch nichts läuft, manchmal so, du hast keine Ahnung, meinetwegen eine 5-Sterne- oder eine 1-Sterne-Bewertung und du siehst die aber gar nicht. Das wird quasi nur oben angezeigt, direkt unter dem Titel, ne? Produkt hat, was weiß ich, 3 Bewertungen, 5 Sterne. Mhm. Und dann willst du sehen, was dazu jemand geschrieben hat oder wer das überhaupt war, wird nicht angezeigt. Also es ist nicht immer so und nicht bei allen Sachen, aber es gibt es öfter mal, dass man die Bewertung nicht einsehen kann.
Ja, Marius hat mir da irgendwas neulich zu erzählt, dass es irgendwie, dass bei Amazon die Bewertung so ein bisschen komisch ist und dass nicht immer alles oder nicht alles immer in diese Gesamtbewertung eingerechnet wird oder so. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe es wieder vergessen, was er erzählt hat. Ich kann ihn noch mal fragen. Vielleicht klärt sich das auf. Oder vielleicht war es auch unser Chat und klärt uns auf, wie Amazon-Bewertung funktioniert. Das wäre toll, aber er ist doch nicht im Chat gerade, oder? Nee, ich meinte, ob jemand im Chat. Ach so, ich dachte. Ja, weil manchmal ist Marius ja auch im Chat, da habe ich gleich. Nein, er ist Horsti. Okay. Horsti will mir erst 5 Sterne geben nach dem An. Na gut. Fair enough. Okay. Das kann man. Das ist okay. Ja. Ist eigentlich auch die logische Reihenfolge, aber man tut ja immer alles man überholt sich ja momentan selber in dieser Heutzeit. Ich bin überzeugt, dass er uns 5 Sterne gibt nach dem An. So, wo ist denn hier noch was? Hier oben? Also es ist auch, okay, es ist im Vergleich zu den anderen Sachen halt auch deutlich tiefer irgendwie und man muss mehr absuchen. Also es ist wirklich... Man muss mehr absuchen. Ah, ja. Ah, ist wieder eine Robbe! Robbe! Ja. Hier einen ganz schön dicken Bart. Robben, hallo. Oh, mit Robben schwimmen ist auch voll cool. Meine Taschenlampe ausmachen, muss Strom sparen, wenn ich wieder ins Dunkel komme. Sind die Labradore des Ozeans. Robben? Ja. Verspielt. So, hier ist ja, der Name oder? Seehund passt schon. Ja. Gott, was ich habe alles mit See. Ey. Das Schlimme ist bei diesem Kartenspiel, was ich gerade mache, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mit See anfangen, also Tiere. Und da mal gucken, wie man das am besten illustriert dann später, weil es gibt See, Hunde, Seespinne, Seemaus. Ja. Alles Mögliche. Ich fand ja am spannendsten die Käferschnecke, muss ich sagen. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, die kleine Käferschnecke, die ich recherchiert habe, weil die die härtesten Zähne der Welt hat. So krass. Die härtesten Zähne? Achso, du hast ja. Du hast es neulich erzählt. Mit ja. Magnetit. Was? Magnetit, genau. Ja. Die produziert Magnetit-Cover auf ihren Zähnchen. Die hat eine Radula, also so eine Reibezunge, Reibemund-Maul, so wie das eben die Schnecken so im Allgemeinen haben. Und dann benutzt die Algen, die grast Mikroalgen von Steinen ab und das baut die um. Mit Zucker und Proteinen wird da dann Magnetit draus. Und das wächst dann so, die Radula, die wächst immer von hinten nach vorne nach. So ein bisschen so wie bei Haien. Gibt es so mehrere Reihen. Das ist echt. Und es gibt so ein Foto davon und das sieht aus wie in so einem Science-Fiction-Film, weil das so sind dann so Kristallzähnchen, die so silbern schimmern in einer Reihe. Also ist total freakig. Das ist mein Tier der letzten Woche gewesen. Vom Spannungsfaktor her. Von dem auch wirklich geilen Mikroskop-Foto, was ich gesehen habe. Ich kann das hier auch nochmal reinstellen. Du hast mir das auch geschickt und wolltest ein bisschen mehr drüber wissen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Es tut mir leid. Ja, du hast ja. Das ist toll. Das ist doch mal. Das ist eine Ansage. Finde ich gut. Ich fand das auch ganz cool mit der Käferschnecke, weil ich kenne die. Ich habe die schon super oft gesehen. Aber. Geil. Mehr als gesehen, ja, wusste ich eigentlich auch nicht. Deswegen fand ich das auch sehr cool. Ja, ich bin da auch nur durch Zufall drüber gestoßen, weil meine Recherche ist momentan, es sollen Tiere aus dem Inland und dem Ausland vorkommen. Und es gibt natürlich in den Bibliotheken relativ viele Bücher über, weil ich ja in Hamburg wohne, über Nord- und Ostsee, so, weil es ja sehr nah dran.
Und da ist mir dann diese eine Käferschnecke über den Weg. Es gibt verschiedenste Arten von Käferschnecken. Und diese Käferschnecke, die es in der Nordsee gibt, die ist mir da über den Weg gelaufen. Und ich fand den Namen eben super, weil du kannst Käferschnecke richtig gut illustrieren. Das stimmt. Also, ich habe da einen Käfer, ne? Ich habe hier auch... da habe ich gleich noch einen richtig schlimmen Karlauer für euch, wenn wir irgendwann nicht mehr spielen. Also aus dem Kartenspiel zum Thema. Schlimmer Karl. Ja, ich habe euch gerade das reingepostet, wo man dieses tolle Foto sehen kann. Eigentlich, wenn du dann mehreres Kartenspiel hast, das können wir dann sicher auch eigentlich, wenn wir wieder auf Tour gehen dürfen, sehr gut spielen mit Leuten. Ja. Oh ja. Oh ja. Und lange kann es nicht mehr dauern. Hier oben ist jetzt, da ist wieder ein Hammerhai. Ich will mal, ich glaube, ja, der leuchtet nur rot. Der ist eine Gefahr. Ich kann ihn nicht in irgendeiner Form anders scannen. Ja. Ja, das Julia, du hast was gesagt. Du wolltest auch was über, weil der Hai jetzt vorbeischwimmt. Du hast gesagt, du willst was über Finnen sprechen. Entschuldigung. Genau, und zwar, weil ich kann das auch, warte, ich poste das auch gleich mal kurz rein. Dein Moment, ich sprechen und tippen an. Ja, ich kann kurz das überbrücken und sagen, dass das Meereskartenspiel kommt natürlich erst nächstes Jahr raus, weil ich muss es ja jetzt gerade noch schreiben. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir wieder auf Tour gehen können und das dann vorzeigen. Aber das ist auch okay. Das Spiel. Ja, es kommt dann rechtzeitig für die nächste Saison. Es sei denn, wir machen dann Fehler auf dem Cover. Oder nochmal, bleibt irgendwer im Suezkanal stecken, ja. Ich glaube, ihr schafft das. Diesmal die Verpackung nochmal sorgfältiger. Ja, ja. Wir geben uns Mühe. Das Schlimme ist ja, es sind immer ganz viele Leute beteiligt, ne? Und das sieht dann keiner. Das ist ja nicht so wie bei einer Doktorarbeit, wo das eine Person großzügig verantwortet, sondern wenn du einen Verlag hast, das gucken einfach ewig viele Leute sich das Ding an. Das ist schlimm. Ja, ja, aber es ist halt menschlich. So funktionieren Menschen. Ist einfach so. Ja, ich hatte auch, ich habe auch einen Trainer von uns das Buch geschenkt und dann kam er irgendwie und sein erster Kommentar war, er ist Deutschlehrer, kam irgendwie so, ja, ja, dein Buch liegt auf meinem Nachttisch. Ich habe schon einen Kommafehler gefunden. Ja, danke. Ja. Ja, ja, ich habe auch zu Büchern genau diese Kommentare. Es ist total toll, aber da muss er nochmal bla bla bla, Lektorat, bla bla bla. Und dann hat letztens eine Kollegin geschrieben, also auf Instagram folge ich ja einigen Kollegen, und die hat gesagt, man kann solche schlimmen Fehler ganz gut vermeiden, indem man die Korrekturen zur Korrektur einmal die Schriftart ändert und den Satz in dem eigenen Dokument, weil man das dann eben mal mit neuen Augen betrachtet und die Umbrüche anders sind und wenn die Schriftart anders ist und die Größe und so, dann guckt man neu mal neuer drauf. Das ist ein geiler Trick, das habe ich noch nie gehört, das werde ich mir merken. Das ist mega. Ja, das weiß ich leider auch erst seit gestern. Das hätte mir viel erspart. Da fällt mir auch auf, aber jetzt muss mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, aber für alle Legastheniker unter euch oder Leute mit Rechtschreibschwächen, zu denen ich gehöre, es gibt nämlich mittlerweile Typos, die extra gemacht sind für Leute mit Legasthenie und damit lässt sich eben besser lesen und das funktioniert, also für mich funktioniert das mega gut. In dem Rahmen würde ich das auch mal empfehlen, also falls das hier andere Leute auch betrifft, irgendwie Legasthenie, also das mit dieser anderen Typo ist mega geil. Mhm. Wie funktioniert das denn? Oh Gott, ich weiß nicht, die machen, ich glaube, bestimmte Buchstaben, also das Problem ist ja, dass bei Legasthenie, dass du ja teilweise die quasi so die Buchstaben hüpfen, also so erklärt man so ein bisschen, hüpfen so ein bisschen. Du kannst manchmal das irgendwie nicht auseinander, du kannst das lesen, aber du kannst das irgendwie nicht lesen. Das ist ganz schwer zu erklären. Also die Buchstaben verschwimmen so miteinander und du kannst nicht sehen, ob da zwei M sind oder nicht. Oder ein M und ein N oder so. Also du kannst das einfach nicht richtig erkennen. Und selbst wenn du dich voll konzentrierst und da drauf guckst, du kannst das irgendwie nicht sehen. Und die Schrift arbeitet irgendwie mit diesem bekannten Problem und versucht dann irgendwie diese Buchstaben mehr auseinander zu halten. Okay. Irgendwie so. Welche Typo schreibt. Ja, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, die eine hieß
Austria. Die habe ich mal eine Zeit lang benutzt. Ich muss sie gerade suchen. Olaf, falls du das eben nicht gehört hast, dieser andere Trick zum Thema, wenn man Sachen nochmal überarbeitet und die eigenen Fehler schon lange nicht mehr sieht, dann kann man einfach mal die Schriftart ändern und die Zeilenabstände und den Umbruch und mal von links nach rechts rücken lassen alles. Und dann sieht man das mit neuen Augen. Ah, cool. Danke, Jules. Ja, genau. Dyslexie-Font, also okay. Ja, die habe ich mal eine Zeit lang benutzt. Da war die nämlich noch umsonst. Jetzt kostet, glaube ich, Geld, aber... und ich komme gerade drauf, weil ich neulich irgendwo einen Artikel gesehen habe, wo es nämlich auch hieß irgendwie, neue Fonts sind gut für Leute mit Legasthenie. Und diesen Artikel hatte ich noch irgendwo offen und wollte ihn lesen, habe ihn noch nicht gelesen. Aber ich poste den irgendwie noch rein, falls ich ihn hier noch in meiner 50-Tab-Leiste finde. 50 Tabs? Bist du nicht schon übergegangen zu mehrere Fenster mit Tabs? Nee, ich bin noch auf einem gerade. Okay. hab ich auch manchmal. Genau, aber ja, auf jeden Fall das mit den Fonts, das ist echt cool. Ja, Olaf, das geht ja, leider den meisten Leuten so, dass sie die Fehler erst finden, wenn sie gedruckt sind. Es ist nie perfekt. Wir müssen mit unseren Fehlern leben. Richtig. Oh, Open Dyslexic, sagt Fockaffe gerade. Da gibt's was. Ja, gibt's wohl auch eine Form. Ja, ich finde das richtig geil, weil das muss ich unbedingt mal meinen. Ich mach gerade so ein Buch mit einem relativ kleinen Verlag und man könnte doch solche Bücher direkt so drucken. Also wenn es für Kinder ist. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Idee, finde ich auch gut. Sowas mehr zu nutzen. Also wie gesagt, also ich finde es wirklich, ich kann damit so viel besser lesen. Es ist echt krass. Also ich meine, für mich geht Lesen ganz gut. Ich habe eigentlich nicht so Probleme mit dem Lesen, aber, ja. Aber tatsächlich geht es damit noch deutlich besser. Mhm. Es gibt auch für Google Chrome gibt es eine Erweiterung. Legasthenie-freundlicher Modus. Von der Oswald Foundation. Sehe ich jetzt nur gerade, weil ich habe einmal kurz Open Dyslexic, was Fockaffe geschrieben hat, die Wikipedia-Seite gepostet und da bin ich jetzt gerade irgendwie mit den Augen drauf hängen geblieben. Jo. Ja, cool. Jetzt können wir alle die versteckten Legastheniker uns die Schrift im Browser ändern. Yeah. Ja. So, ich habe das nächste Gebiet. Ich habe das nächste Gebiet freigespielt, aber bevor wir jetzt hier irgendwie, weil ich gucke auf die Uhr. Ja, es ist gleich 21 Uhr. Es ist gleich Experiment Time. Ich habe das vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Soll ich jetzt noch über Haie erzählen oder willst du erst Experiment machen? Oder machen wir gleich Pipi-Pause? Ich kann noch einen Moment, also von daher erzähl gerne erst noch was über Haie und ich lasse hier kurz den Professor, der uns jetzt wieder voll labert. Also die Geschichte ist ja eher so, naja. Von dem Spiel, dann gehe ich mal wieder in den Erzählmodus, warte. Ah, yay. Erzähl was über Finnen. So, ja, sorry, jetzt war ich wieder abgelenkt vom Chat hier. Genau, also und zwar wollten wir ein bisschen darüber reden, weil es gibt gerade, und das poste ich jetzt rein, es gibt gerade eine EU-Bürgerinitiative, die heißt Stop Finning. Und genau, da könnt ihr alle dann gerne unterschreiben, wenn ihr Bock habt. Ich hatte das eben auch auf Instagram neulich gepostet. Soll ich das mal direkt aufmachen? Ja, kannst du auch aufmachen, genau. Ich habe gerade den Link reingepostet. So. Schön heutzutage, ne, mit dem Online einfach Name rein und ja, ich unterschreibe und erledigt ist das. Ja, und zwar geht es darum, dass da der Handel von Haifischen oder Haifischflossen in der EU verändert werden soll, also die Verordnung. Denn es ist tatsächlich so, also ich glaube, der Punkt ist erstmal, was wahrscheinlich viele Leute überraschen wird, ist, dass in der EU ziemlich viele Haifische gefangen werden. Okay. Also tatsächlich ist es so, dass
vor allem Spanien da richtig hoch mit dabei ist. Also Spanien ist tatsächlich auf Platz 3 der Länder mit den meisten Haifang Zahlen pro Jahr. Ja. Genau, also Indonesien hat ungefähr 110.000 Tonnen im Jahr und Spanien hat 78.000 Tonnen im Jahr. Und danach kommt Indien mit 67.000 Tonnen. Und genau, und Portugal und Frankreich sind da auch ganz gut mit dabei. Und ich glaube, also ich weiß nicht, also ich habe das auch, ich weiß das auch noch gar nicht so lange. Also ich war da ein bisschen überrascht, als ich das erfahren habe, dass doch in Europa so viel Hai gefangen wird. Weil man das ja irgendwie oft irgendwie hauptsächlich mit Haifischflossensuppe verbindet. So, ne? Also viel. Weiß ich nicht. Mir immer so. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ja, total. Also ich verbinde es auch mit Haifischflossensuppe irgendwie nur. Ja, wobei so Schillerlocke, ne? Also das. Was ist eine Schillerlocke? Bei mir so relativ. Kennst du das nicht mehr? Das habe ich in der Grundschule, als ich Kind war, wir waren ja öfter auf den Inseln, so im Sommer. Und da konnte man beim Fischladen immer Schillerlocke bestellen. Und das sind die Bauchlappen von welchen Hai? Huns? Dornhai. Dornhai, vom Dornhai. Mhm. Ja, und das ist total der Klassiker gewesen. So. Also ich habe das als Kind so gerne gegessen. Ich wusste das ja nicht. Schillerlocke. Das ist ja das Ding bei Hai-Produkten, dass sie ganz oft gar nicht als Hai direkt gekennzeichnet sind. Das weiß ich ja gar nicht. Genau. Das ist nämlich, tatsächlich wird eben auch in Europa voll viel Hai gegessen. Und voll viele Leute wissen es nicht, weil das eben Schillerlocke heißt oder irgendwie, keine Ahnung, Seehecht oder sonst was. Also es wird nicht Hai genannt. Ja. Voll. Krasser Scheiß. Ja. Ja, und auf jeden Fall, also dieses, das Finning, also das klassische Finning ist eben dieses, dass die Haie gefangen werden und dann werden denen die Flossen abgeschnitten und dann werden die ohne Flossen noch lebend zurück ins Wasser geworfen, ne? Und dann derben die da elendig, weil sie ertrinken oder weil sie verbluten oder so, also ganz widerliche Art. Und das ist in der EU verboten, das ist in sehr vielen Ländern mittlerweile verboten. Aber in der EU ist halt nur dieses Finning verboten, aber du darfst trotzdem noch Haie fangen. Mhm. Und das Gesetz ist eben so, dass du aber den ganzen Hai anlanden musst. So, das hat dann natürlich für die Fischer den Nachteil, dass sie jetzt immer den ganzen Hai mitnehmen müssen. Das heißt, du kannst nicht schnell die Flossen abschneiden, sondern musst den ganzen Hai mitnehmen. Das heißt, du hast weniger Platz auf dem Boot und fängst damit theoretisch weniger Haie. So, klar. Aber die schneiden halt dann trotzdem einfach dann an Land dann eben die Flossen ab und dann exportieren die halt die Flossen, was weiß ich, nach wo auch immer die Haifischflossensuppe gegessen wird, so Asien oder keine Ahnung was. Gibt es, glaube ich, auch woanders. Und die Idee hinter der Petition ist eben, dass man sagt, der Handel in der EU darf nur noch mit ganzen Haien sein. Also du darfst nicht die Flossen abschneiden. Es dürfen nur noch ganze Haie gehandelt werden, um quasi über diese Art eben diesen Handel schwieriger zu machen und damit zu stoppen, genau. Ich meine, ich weiß, das sind dann natürlich so diese politischen Dinge, wo man dann sagen kann, so, warum sagt man nicht einfach gar keinen Hai mehr gehandelt und so? Ist doch die Sache einfacher. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich so ein bisschen politisches Kalkül, dass du es quasi nicht ganz verbietest, aber dann so schwierig machst, dass es quasi wie verboten ist, aber es ist nicht ganz verboten. Ich glaube, ich würde sagen, das ist die Idee dahinter. Und das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, aber ich weiß es, also das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich glaube, es ist wie auch immer irgendwie eine gute Idee. Auf jeden Fall zwingt es dann auch das EU-Parlament, dass darüber geredet wird, und das ist halt auch immer gut bei so Initiativen, dass einfach das Gespräch stattfindet und so, und das geht dann schon mal in eine richtige Richtung. Deswegen denke ich, schadet das nicht, sowas zu unterschreiben, kostet ja auch nichts, ne? Ja, das stimmt. Und warum sind Haie so wichtig? Verschiedene Gründe. Also das Ding ist halt, dass du natürlich im Ökosystem hast du natürlich immer ganz viele Player, die alle irgendwie eine Rolle haben. Und Haie haben die Räuberrolle, ne? Also das sind oft die Apex-Prädatoren, also die ganz oben in der Nahrungspyramide stehen. Und die kontrollieren halt dann die Kette runter. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Geschichte, was ich im Cape Forest erzählt habe mit den Ottern, die dann die Seeigel fressen, die sonst den Kalbwald fressen. Und wenn die Otter weg sind, dann essen die Seeigel zu viel Kalbwald.
Kaltbälder, ja. Die Kaltbälder, bekannt. Ja. Und genau, und so ist das eben bei Haien auch. Also zum Beispiel, wenn Haie weg sind, dann gibt es mehr Arsche, die dann wiederum mehr Herbivoren, also Fische, die Algen oder Pflanzen fressen. Entschuldigung, es gibt genau mehr Barsche, die Herbivoren fressen. Das heißt, es gibt weniger Herbivoren, die Algen fressen. Und deswegen gibt es dann mehr Algen, die dann zum Beispiel Korallenriffe überwuchern. Also so hat das dann quasi von oben einen Effekt auf unten. Mhm. Und es gibt noch eine ganz andere, also coole Story. Ich glaube, Dilhan findet sie nicht cool. Ja, Haifische. Ich weiß, und genau darum geht's. Weil ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, weil da geht es jetzt nicht darum, dass der Hai ist das und deswegen ist das mehr oder weniger, sondern es gab Studien. Wir müssen jetzt wieder da sein. Ich seh gerade, da ist das Internet kurz weg gewesen. Jetzt müssen wir wieder da sein. Ich habe gerade mal die Haie angemacht, welche Haie es hier in Europa gibt. Und dabei hat der so viel, wollte das Internet so viel Daten, dass mein Upload runtergegangen ist. Aber jetzt kann man dich wieder hören, entschuldige. Ich wollte nur kurz stoppen. Horsti, bist du wieder da? Also, genau, Westküste Australien, da gibt's ganz viel Seegras. Shark Bay! Ja, da gibt's ganz viel Seegras und dann gibt's Dugongs. Ja, eben. Da kommt nämlich die Familie her. Genau, und da gibt es Dugongs und da gibt es Schildkröten und die fressen gerne Seegras. Und da gibt es aber auch dicke, fette Tigerhaie, die Dugongs und Schildkröten fressen, wenn sie welche kriegen. Und wenn die Haie da sind, dann sind eben die Dugongs und die Schildkröten ganz vorsichtig und die fressen dann immer nur an bestimmten Gebieten und fressen immer nur ganz kurz an diesen Seegras, ja, diesen Patches, und dann wechseln die wieder die Stelle. Und, ja, wenn Haie nicht, ja, da sind, dann haben die keine Angst, dann wechseln die nicht die Stelle und dann grasen die das ganze Seegras ab. Und deswegen passen die Haie quasi auf das Seegras auf, dass das nicht zu sehr abgefressen wird. Das Seegras wird besser durch mich. Ja, die Qualität von Seegras ist teilweise erwiesenermaßen hinterher besser, aber nicht, wenn alles weg ist. Ach so. Ja, stimmt, da hatten wir doch auch irgendwas, dass die Dugongs außerhalb des Riffs auch tauchen dann. Ja, weil es super gefährlich ist im Riff, wenn ein Hai da ist. Und eigentlich sind die auch eher so, je näher an Land, desto safer ist es für ihn. Genau. Aber die Haie, naja. So sind die Haie des Ordnungsamts. Haie sind doof. Haie sind gut. Nicht für mich. Naja. Ja, wenn man halt nicht das Futter ist, dann ist das ganz gut. Aber weißt du, Dilhan, dafür fressen wir halt richtig viele Haie. Super, weiter so. Oh. Nee, ist nicht so gut. Er ist sehr biased, er ist extrem biased. Man darf ihn nicht auf Haie ansprechen. Ja. Nee, also tatsächlich gibt es... Aber ein toter Hai ist ein guter Hai. Aber vielleicht nicht wirklich, Dilhan. Doch, ein toter Hai ist der beste Hai. Ist es wirklich so? Ist ein toter Hai besser? Was ist der Wert von so einem Hai? Hai ist blöd. Das ist nicht wertvoll. Doch. Ich glaube schon. Julia hat bestimmt mehr Informationen. Haie, tatsächlich. Haie sind leben wertvoller. Also wenn man das in Geld sieht. Also das Ding ist, dass natürlich, das ist oft so, als Ökologen versuchen das so, Lebewesen quasi ihren Nutzen in Geld umzuwandeln, einfach um irgendwie den Kapitalismus ein bisschen klar zu machen, was sie damit verlieren. Das sind manche Leute, die das ein bisschen kritisch sehen, aber ich denke, heutzutage ist das schon eine ganz gute irgendwie Metapher auch und schon ein ganz guter Weg. Also zum Beispiel in Australien haben sie ausgerechnet, dass ein grauer Riffhai, in Malediven war das, dass ein grauer Riffhai durch Tourismus ungefähr 3.300 Dollar einbringt im Jahr. Und aber wenn du ihn fängst und verkaufst, sind es halt nur 32 Dollar. Auf den Kokosinseln, da lebt ein gewisser Dugong. Und der zieht sowas von Touristen an. Und das ist Millionen von Dollars im Jahr.
Okay, ist ja ein bisschen übertrieben, aber sonst alles gut hier. Ja, du machst ja auch Geld. Ja, ja, bestimmt. Aber wir haben noch keine Berechnung. Millionen, und, kann ich dir so sagen. Okay. Und ich kann ja auch noch sagen, also, und dann haben noch Wissenschaftler ausgerechnet, dass in Palau ein Riffshark, ein Riffhai, oh Gott. Ja, macht nichts. In seiner ganzen Lebenszeit ungefähr 1,9 Millionen an Tourismusgeld einbringt, im Vergleich zu 108 Dollar, die er bringen würde, wenn er einfach tot verkauft werden würde. Ist ja quasi wie ein Dugong. Mhm. Ja. Oh Mann, ja, das, ja. Aber ja, es führt einem das sehr gut vor Augen. Habe ich so nicht gehört. Ja. Immobilienhaie, die bringen nur sich selber Geld. Ja. Ja, und aber das Problem ist halt auch so mit diesem, also was mich auch sehr überrascht hat, war halt mit diesem, wofür Haifleisch auch alles benutzt wird und wo das eben drinsteckt, was man gar nicht weiß. Also ich meine, genau, Schillerlock ist ein gutes Beispiel, aber zum Beispiel auch in diesem Sushimi, in diesem Krebsfleischimitat, da ist zum Beispiel wohl auch oft Haifleisch drin. Oh, echt? Und ich glaube, das kannst du nicht mal hinten drauf lesen wahrscheinlich. Sondern es steht wahrscheinlich Fischprodukt oder sowas. Keine Ahnung. Und war da nicht auch was so bei Nahrungsergänzungsmitteln, die so Knorpel haben? Ja, genau. Also, genau, voll. Also irgendwie gegen Chondrozitin heißt das, glaube ich. Das ist quasi das Knorpelzeug von dem Hai, also Knorpelknochen. Und ja, ich glaube, das gegen Arthrose wird das verwendet. Als Medikament und ich glaube, das Leberöl wird auch als Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich glaube, man kann sowas teilweise im Reformhaus kaufen, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Genau. Und dann, es gibt auch Lederprodukte aus der Haut, aber ich glaube, das ist nicht so jetzt in Europa so verbreitet, aber es, und dann ist noch in der Leber sind noch Squalene drin und das ist im Produkt, das wird viel in Cremes und Deos und Make-up benutzt und so. Im Deo, man kann quasi High-Deo kaufen. Ja, ich habe das ich hab selber nie gesehen, weil ich auch immer meine, ich habe so eine App, wo ich immer die Sachen, die ich kaufe, also die Kosmetikartikel einscanne und dann sagt dir das immer, ob das alles cool ist oder nicht. Hey, zeig mal her, was ist das für eine App? Die Code Checker App. Yeah, Code-Checker, die habe ich auch. App. Oh, ich habe die nicht. Warum haben wir die nicht? Da. Und dann kannst du immer hinten einfach den QR-Code einchecken und dann sagt dir das eigentlich immer, ob da Mikroplastik und so drin ist und aber auch... Zeigst du es gerade? Ich mach dich da mal groß. Ja, wenn du es gerade hast, dann mach du es... Achso, ich versuche es gerade, aber irgendwie kommt hier gerade die ganze Zeit Werbung. Aber ich habe gerade... Ich muss schnell ein Produkt suchen zum Einscannen, oder? Dein Bier. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil das nur mit... Du brauchst natürlich einen Artikel, den die in der Datenbank haben. Und, ach so. Bier ist sehr wichtig. QR-Code drauf. Ich habe jetzt kein Kosmetikprodukt da mit QR-Code. Dann machen wir das auch nach der Pause, oder? Ja, müssen wir nach der Pause machen, dann suche ich mal was und kann die App mal zeigen. Okay, ja, dann. Ja, dann, sehr gut. Dann würde ich mir auch gerade runter. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns Päuschen machen und danach kleines Experiment habe ich mitgebracht und wir gucken uns nochmal die App an, die Julia eben gesagt hat und dann geht's weiter. Ja, cool. Oder? Ja, und Getränk wegbringen muss ich auch. Also wir sehen uns gleich und dann geht es weiter mit Experiment und es... Wann? Wird es involviert Laser. 9 Minuten. Super, Laser. 9 Minuten.